In dem Video geht es darum, wie man beim T4 mit Benzinmotor den Geber G71 Saugrohrdruck ersetzt. Da gibt es dementsprechend einen Fehlercode im Motorsteuergerät, dass der entweder kein Signal oder ein unplausibles Signal liefert. Und dann muss der getauscht werden. Motorsteuergerätenummer ist bei mir die hinten mit einem Q. Gibt es aber für die verschiedenen Benzinmotoren mit verschiedenen Nummern. Dass der Ein- oder der Ausbau von dem Saugrohrdrucksensor ist aber bei allen gleich. Ja, was man zuerst machen muss, ist natürlich das Motorsteuergerät auszubauen. Und wie man das macht, das erkläre ich in einem anderen Video. Einfach mal oben in die Ecke gucken oder unten in die Videobeschreibung. Ja, naja, und jetzt geht's los. Also als erstes muss man diese vier Schrauben hier abmachen. Bei mir ist jetzt hier schon eine raus. Ja, das sind Torx. 10er Torx Schrauben. Vorsichtig abschrauben, dass die nicht abbrechen. Also wenn man merkt, dass man da zu viel Gewalt anwenden muss, dass sich das bewegt, dann lieber mal versuchen, das irgendwie mit einem Föhn warm zu machen, dass das so ein bisschen geschmeidig wird. Und ja, naja, wie gesagt, die müssen jetzt erstmal ab. Also wie gesagt, als erstes diese Schrauben raus. Vorsichtig damit sein, dass sie nicht abbrechen. So, nachdem man die Schrauben raus hat, braucht man das tatsächlich einfach nur so nach oben rauszuziehen und das war's. Jetzt ist also hier der Sensor. Ne? Also ich drehe das mal hier so um. In dem Fall habe ich einen Motorola-Sensor drin. Der Motorola-Sensor ist einer von beiden möglichen. Ich werde jetzt allerdings einen von Bosch einbauen. Die Teilenummern, wie man sieht, sind unterschiedlich, aber sie haben beide den Messbereich bis 100 Kilopascal. Und ja, sind austauschbar, je nachdem, welche Qualitätsstufe und welchen Preis man irgendwie dafür bezahlen will. Die Motorola-Teile sind definitiv teurer als die von Bosch. Ja, wenn man es selber macht, also ich hab immer die Regel, dass ich das günstigere Teil nehme, wenn ich es selber mache. Und wenn ich es machen lasse, dann nehme ich das teurere Teil. Also was man zuerst machen muss, ist den, wie man hier schon sieht, dieser Schlauch. Der geht ja hier an diese Tülle dran von dem Sensor. Und der muss halt ab. Das ist auch ein sehr leichter Silikonschlauch, von daher sollte das kein Problem sein. Und hier kann man jetzt schon das Problem sehen. Bei meinem offenbar wurde über die Unterdruckleitung irgendwie Öl aus dem Motor angesaugt. Im T4-Wiki wird diesbezüglich auch manchmal empfohlen, dass man da versuchen soll, einen kleinen Filter weiter oben im Schlauch quasi einzubauen, um das Ansaugen von Motordämpfen, die ölbelastet sind, irgendwie zu vermeiden. Ja, wie gesagt, das kann irgendwie in dem Fall, hat das jetzt bei mir dazu geführt, dass sich der Sensor zerlegt hat. Sehr schade, aber so ist es nun mal. Der Schlauch ist jetzt ab und jetzt geht es daran, das Ding auszulöten. Um das auszulöten, gibt es erstmal zwei Sachen zu beachten. Zum einen sind hier so eine Pins drin, die man rausziehen muss. So, ein Pin, zwei Pin. Und dann ist der Sensor im Grunde genommen nur mit drei diesen kleinen Pins da festgelötet. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ich habe das mal hier vorbereitet. Also das ist so Ablöt-Litze. Die ist für, wenn man jetzt kein teures Equipment hat, ist das eigentlich wahrscheinlich die beste Variante. Also da nimmt man einfach nur den Lötkolben und drückt das hier so drauf. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie einfangen kann. So, mal erstmal noch hier den alten Kram abschneiden. Und dann macht man die hier so dagegen und sorgt dafür mit dem Lötkolben, dass die Litze heiß wird. Und die saugt dann quasi das Lötzinn, was sich da an dem Pin befindet, in die Litze, also in dieses Kupfermaterial quasi rein. Und das Lötzinn, das möchte lieber sich mit dem Kupfer verbinden, als dass es das mit dem Pin quasi verbunden sein will, an dem es festgelötet ist. Und dann geht es da so rein. Das ist ja ein bisschen mühselig, aber tatsächlich am Ende die beste Variante, um wenn man kein besseres Equipment hat, um da das Lötzinn abzubekommen. Es gibt hier von Emtec noch so ein Lötfett, was so speziell für Elektronik-Sachen gemacht ist. Das bietet sich immer an, wenn man da irgendwie drankommt, damit vorher die Lötstellen quasi einzufetten, ja, oder so zu schmieren. Das ist halt Flussmittel, damit das Lötzinn besser sich bewegen kann. Und gucken, ob ich das hier einfangen kann.
Also da ist quasi von meinem vorherigen, ich habe ja den Sensor schon mal gewechselt, also da ist noch ein bisschen was von diesem Lötfett dran. Deshalb habe ich das jetzt da nicht drauf gemacht. Das ist die Variante mit dem mit der Ablötpaste. Und dann gibt es noch die Variante, wo man eine Ablötpumpe benutzt. Die gibt es in manuell, habe ich aber nicht. Ich habe jetzt hier dieses Gerät. Und das ist halt hier so eine Pistole, die halt einen Unterdruck erzeugt und das Lötzinn einfach einsaugt. Das ist halt super komfortabel, weil man im Grunde genommen hier nur so drauf geht, das ganz kurz sozusagen das Lötzinn heiß wird und er dann das Lötzinn einsaugt. Und ja, also besser als so jetzt fast gar nicht. Ja. Das war's, denn oh je, jetzt sieht man hier, wie viel Schlotz und Scheiß hier rauskommt. Also so viel Schlotz, wie hier rauskommt, kann ich mir fast schon vorstellen, dass wenn man den Sensor aufmachen würde, um ihn zu reinigen, dass er danach wieder geht. Weil das ist ja, wie soll er dann da noch irgendwas messen? Naja, das muss ich auf jeden Fall vernünftig sauber machen. Aber jetzt geht es darum, den hier so rauszuholen. Muss man mal ein bisschen wackeln. Beziehungsweise nicht nur wackeln, sondern hier auch versuchen, die Nasen so ein bisschen rin zu drücken. Alles mit Gefühl, damit da nichts abbricht. Yeah. So, da ist er ausgelötet. Hat auch noch funktioniert. Wir wissen das nicht. Ich werde ihn bei Gelegenheit mal aufmachen. Genau, und dann sollte man mal hier gucken, dass man sich die Pads, dass man die nicht kaputt gemacht hat dabei. Weil wenn man sich die abreißt, dann ist das natürlich auch schlecht, weil das natürlich die Verbindung zu der Leiterbahn ist. Also hier unten ist der linke Pin hat halt seine eigene Leiterbahn und die von oben, die werden, also da wo der so drauf sitzt, werden hier drüber abgeleitet. Jetzt wo ich das hier so ein bisschen beim Rausmachen beschädigt habe, werde ich auf jeden Fall später nochmal messen, ob hier wirklich eine Verbindung von dem Fuß zu dem Pin hier stattfindet. Weil wenn dem nicht so ist, dann muss ich hier noch einen Jumper-Wire legen. Und der Einbau erfolgt im Grunde genommen in umgekehrter Reihenfolge. Also jetzt das Ganze wieder reinstecken, festlöten und glücklich sein. Ich werde mal hier den Schlauch mal vorher abmachen, damit hier mir nicht noch mehr von diesem Öl rangeht. Also das ist ja so richtig teerartig, sehr beeindruckend. Also habe ich auf jeden Fall vorher so noch nicht gehabt. Aber das erklärt dann auf jeden Fall, warum das nicht mehr funktioniert. Ja, macht den irgendwie mit Bremsenreiniger diesen Schlauch vernünftig sauber, damit da auch wirklich nichts mehr dreckig ist. Am besten das Motorsteuergerät selber auch irgendwie mit Bremsenreiniger oder irgendwas durchspülen. Das eigentlich Erstaunliche daran, dass sich da dieses Teer sammelt. Also das ist tatsächlich, das sind so Dämpfe vom Motor, die über diese Leitung zurückkommen, ist, dass das eigentlich eine Unterdruckleitung ist. Das heißt, hier wird nicht sozusagen Druck vom Motor Richtung Motorsteuergerät gesendet, sondern da entsteht quasi ein Vakuum. Wenn der Motor an ist und man hält dann so den Finger ran, dann wird der Finger quasi an den Motor angesaugt. Und deshalb ist es nochmal zusätzlich erstaunlich, dass das tatsächlich möglich ist, dass sich trotz des Vakuums im Laufe der Zeit da diese Abgase in Form von Teer bis ihren Weg bis hin zurück zu diesem Sensor suchen. Also insofern ist so ein Filter vielleicht wirklich gar nicht so eine blöde Idee. Also hier ist mal das Bild vom T4-Wiki, wo sich Leute die Arbeit gemacht haben, so einen kleinen Filter einzubauen. Ist vielleicht gar nicht so blöde zu machen. Aber jetzt geht es erstmal darum, diesen Sensor wieder einzubauen. Und zwar, wie schon gesagt, muss der hier einfach nur so drauf gesteckt werden. Und dabei natürlich darauf achten, dass dabei die Pins nicht verbiegen. So. Und wahrscheinlich ist es jetzt in dem Fall auch günstig, wenn man gleich als erster diese Teile hier wieder drin macht, damit das auch wirklich nicht rausrutschen kann. Und dann nimmt man sich seinen Lötkolben und das entsprechende Lötzinn und verlötet den ganzen Kram wieder. Ich hoffe, dass man das in der GoPro von hier oben drüber halbwegs vernünftig sehen kann. Ich weiß, dass das nicht die optimale Overhead-Kamera ist, aber ich hatte jetzt keine bessere. Beziehungsweise eigentlich ist meine Handykamera, da wäre dafür so ja noch besser geeignet, aber ich habe keine Möglichkeit, die oben anzuhängen. So, das war's schon. Dann sind die drei Pins verbunden. Wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, nachdem ihr das festgemacht habt, mit dem Messgerät, falls ihr ein Messgerät habt, das Ganze nochmal durchzumessen.
dass da auch wirklich die Pins alle Kontakt haben. So, also das ist jetzt hier der klassische Durchgangsmesser. Ne? Jetzt gehen wir mal hier auf den Messpunkt dran. So, das ist schon mal gut. So, da ist auf jeden Fall Ohrenkontakt. Und der dritte geht nach hier und da ist Ohrenkontakt. Gut, alle Kontakte sind da. Vor allem ist nicht irgendwie gebrückt. Das heißt, man kann den ganzen Kram wieder zusammenbauen. Und wieder zusammenbauen bedeutet in dem Fall, dass man, nachdem man das alles schön sauber gemacht hat, einfach nur den Schlauch hier drauf steckt. Und dann das Motorsteuergerät natürlich wieder zusammenschrauben. So, weil mir der Schlauch so ein bisschen zu locker erschien, sowohl auf den Flanschen als auch irgendwie ein bisschen zu lang war, hatte ich den jetzt gekürzt und habe hier nochmal Kabelbinder dran gemacht, dass der auf jeden Fall sicher sitzt. Und vor allem, dass der da nicht irgendwie Nebenluft ziehen kann und damit irgendwie die Werte verfälscht. Das ist eigentlich das, was noch viel wichtiger ist. Ich will ja genau den Unterdruck messen und wenn der hier so locker drauf sitzt, wer weiß, ob da nicht eventuell im Millibar oder Pascal-Bereich da eventuell Werte verfälscht werden. Ja, das wäre irgendwie blöd. Wenn der Sensor kaputt ist, dann gibt es ja verschiedene Fehlerbilder. Bei mir gab es jetzt richtige Aussetzer vom Motor, irgendwie so Stotterer. Bei den meisten sorgt das dafür, wenn das Ding kaputt ist, dass der Benzin- oder Kraftstoffverbrauch einfach extrem in die Höhe schnellt. Dass man so 16 bis 22 Liter oder irgendwie sowas hat. Soll auch Leute geben, die berichten, dass der Motor irgendwie schlecht bis ja nicht anspringt, wenn das Ding kaputt ist. Also das ist irgendwie eine multiple Fehlerquelle. Insofern wird halt im Motorsteuergerät als Fehler abgelegt, wenn das Ding irgendwie nicht mehr vernünftig arbeitet. Insofern relativ leicht zu diagnostizieren. Jetzt wieder das Ganze zusammenschrauben. Ja, und beim Zusammenschrauben ist so ein bisschen, hat man so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil das Problem ist, das Ding ist ja im Motorraum und das bedeutet, dass es tendenziell stärker Wind und Wetter ausgesetzt ist, als wenn es irgendwie in einer Fahrgastzelle wäre. So, das heißt, willst du, dass das hier möglichst fest verschlossen ist. Das Problem ist aber, wenn das zu fest verschlossen ist, dann kriegt man eventuell die Schrauben nicht mehr ab, wenn man da das nächste Mal ran will, weil die dann einfach so fest sind, dass sie dann da so festgammeln. Also muss man sich irgendwie so für so einen Mittelweg entscheiden, so zwischen fest und locker. Was ich immer mache, ist, dass ich die sehr fest drin drehe und dann drehe ich sie so ein Stückchen wieder raus und dann nochmal so leicht an, sodass ich weiß, dass die Kontaktflächen von der Platine und von dem Gehäuse irgendwie fest aufeinander sitzen. Aber die Schraube insgesamt nicht bombenfest festgeknallt ist. Gibt auch Leute, die machen hier eine Silikonnaht irgendwie da drum. Das klebt halt und ist dann im Zweifelsfall irgendwie nervig, irgendwie wieder abzubekommen. Aber vielleicht ist das ja keine blöde Idee, da eine Silikonnaht zu setzen. Ja, jetzt ist das Ganze zusammengebaut. Der Sensor ist getauscht und wird wieder eingebaut. Und ich nehme jetzt mal nochmal den alten Sensor auseinander, um zu gucken, wie sehr der beschädigt wurde. Der hat ja interessanterweise noch Werte geliefert. Immer mal wieder und dann ist er immer wieder ausgegangen. Also war so ein sporadischer Fehler. Also wenn man quasi den Fehler im Fehlerspeicher gelöscht hat, dann war der nicht sofort wieder da, sondern hat irgendwie eine Weile gedauert. Oha. Also dass das Ding überhaupt noch gearbeitet hat, ist ja wirklich erstaunlich, weil also was hier jetzt an Schlotz und Scheiß irgendwie drin ist. Gut, ich werde den mal sauber machen und dann bei Gelegenheit, wenn mal wieder so ein Ding kaputt ist, kann ich mir den ja nochmal einbauen, um quasi zu gucken, ob der irgendwie doch noch funktioniert. Aber hier, das ist, zack, also richtig so ein teeriger Ölfilm. Tja, da wundert es natürlich nicht, dass es da kein Signal mehr gibt. Nun ja, jetzt geht's wieder ans Einbauen. Also wenn das bei euch auch so war, dass ihr in eurem Motorsteuergerät so ein Teer gefunden habt, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dass ihr, bevor ihr das Ganze wieder einbaut, eure Unterdruckschläuche, die da hingehen, dass ihr die quasi mal ausbaut und sozusagen checkt, wie viel Öl da drin ist. Und im Zweifelsfall, wenn er die nicht sauber bekommt, also hier sieht man es ja auch schon wieder, ne, wenn er die nicht sauber bekommt, dass er die ersetzt. Also er kann ja mal probieren, den mit Bremsen rein ja und mit Druckluft auszublasen und ansonsten halt irgendwie einen neuen besorgen. Ja, in dem Fall ist das jetzt hier, geht das hier auf ein T-Stück. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Da und geht dann eben mal hier oben ran und eben mal hier unten an so eine Unterdruckdose. Ja,
am besten das Ganze mal abmachen, versuchen zu reinigen und wenn das nicht zu reinigen geht, dann die Schläuche am besten in Gänze ersetzen. Ja, alles Werkzeug, was ich benutzt habe, also von Messgerät über Ablötmaschine, über Lötzinn und Ablötlitze, findet ihr auf jeden Fall alles im Video, könnt ihr draufklicken und wenn ihr darüber was kauft, könnt ihr mich supporten. Ich krieg für die Werbung, die am Anfang vom Video geschaltet wird, da krieg ich leider kein Geld für, weil ich nicht monetarisiert bin. Also lasst gerne ein Like und vor allem ein Abo da, damit ich auch mal irgendwann davon partizipieren kann von den Videoeinnahmen. Aber wie gesagt, aktuell ist es so, dass YouTube für meine Videos Werbung schaltet und ich da überhaupt nichts von habe. Also bei YouTube bedanken.